Jetzt habe ich Sie eingekesselt, Herr Papa. Na geh, meinen Atlantikwald zerstört er mir da mit seinem Eroberungsfeldzug. Ist das der Dank dafür, dass ich dich mitgenommen habe hier nach Paris? Ins Hotel Terminus zu einem Wochenende beim Schachspiel im Führerzimmer? Ne? Du hast keinen Respekt vor dem Alter, wo du doch alles von mir gelernt hast, Sohnemann. Ja, auch mein Vater kann von mir lernen. Ich weiß zum Beispiel über die Gaskammern ganz gut Bescheid. Ne? Da kenne ich mich aus, über die Gaskammern. Deine Existenz muss man wissenschaftlich erst prüfen. Nein, das muss man nicht. Ich habe das gesamte Reich überzogen mit Gaskammern. Ich habe nie gesagt, dass ich die Existenz von Gaskammern prinzipiell anzweifle. Es gab Gaskammern, ja, aber nicht im Dritten Reich, sondern in Polen. So steht das in den Schulbüchern. Aber Polen war Teil des Deutschen Reiches! Ich halte mich da raus. Ich glaube alles, was dogmatisch vorgeschrieben ist, nicht wahr? Ich glaube, es war Charles Popper, der gesagt hat, man soll nicht Tabus aufstellen, sondern physikalisch und wissenschaftlich prüfen. Nicht? Prüfen soll man das. Prüfen, prüfen, prüfen und noch einmal. Aber spätestens seit der Wannsee-Konferenz ist dokumentiert, dass ich die Endlösung der Jodenfrage befohlen habe. Ein großer Schritt zur Umvolkung! Aber geh, die Umvolkung nicht schon wieder. Aber die Umvolkung ist ein positives Wort. Sie diente der Germanisierung des Reichsvolkes! Aber wir in der FPÖ verwenden das Wort Umfolgung seit Jahren anders. Mein Vater hat mich gelehrt, dass die Umfolgung Überfremdung bedeutet. Mich hat halt diese dunkle Epoche des Dritten Reichs nie sonderlich interessiert. Ich kenne daher die negativ gebrauchten Wörter des NS-Systems nicht. Überhaupt, die Jugendlichen haben es satt, dauernd nur von der Vergangenheit zu hören und drüber sprechen zu müssen. Ne? Viel wichtiger sind doch die 50er Jahre zum Beispiel, nicht? Wo die Generation meines Vaters das Land aufgebaut hat, der Herr Papa zum Beispiel, ne? Aber wozu habe ich 6 Millionen Homosexuelle und Zigeuner getötet? Ja, es hat riesige Mengen Tote gegeben, vielleicht auch möglicherweise in Gaskammern, ne? Aber wir haben die Juden unter unmenschlichen Bedingungen in den Konzentrationslagern vernichtet! Aber gehen Sie, ich habe ein Foto von KZ-Häftlingen in Mauthausen gesehen. Ich habe geglaubt, dass ich Kranke, Tote, Ausgemergelte, Hungernde zu sehen bekomme. Nicht? Das eines der Bilder waren recht gut aussehende Frauengruppe, nicht alles blühend aussehende Leute. Mein Kampf ist noch nicht zu Ende. Ihr seid keine Deutschen. Ihr seid Verräter an den deutschen Idealen. Ihr seid Kameradenverräter. Das lasse ich mir nicht sagen. Doch, ich schwimme weiter, Sohnemann. Herr Papa. So, ein ewig Gestriger. Ja, Hitler. Genau. Ja. Und außerdem war er gar kein Deutscher, das war ein Österreicher. Den zeigen wir an, noch ein Verbotsgesetz. Ich lass mir doch meine Sitze wegen den Gaskammern nicht verbieten. Das Führerzimmer nehmen wir nächstes Mal.